So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodum zu einem neuen Netztest von der Indie Arena Booth 2021 Gamescom 2021 mit dem Zwergenfürst. Wir spielen Cleo A Pirate's Tale, die Demo-Version. Ein kleines Spiel im das Indie-Game im Monkey Island-Style. So zumindest von dem grafischen Stil und wahrscheinlich auch von der Machart, wie man spielt. Rein mit uns, würde ich sagen. Demo starten. Auf geht's. Schau mal, was für eine Geschichte hören, was? Auf uns warten. Lass mich dir vorher eine Frage stellen. Was ist das Wichtigste an einer Geschichte? Ein beispielhafter Held. Ja. Ein markerschütternder Bösewicht. Auch, ja. Eine bezaubernd markante Erzählerstimme. Auf jeden Fall. Ein Happy End vielleicht. Na, nicht unbedingt. Ich mag auch Storys, die kein Happy End haben. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, es gibt keine bessere Art, eine Geschichte zu beginnen, als mit mir. Piratenlegende Captain Kabeka. Okay. Das war fast ein wenig zu einfach. Ich hab's mal wieder geschafft. Ich bin der Größte. Auf jeden Fall. Das Irrlicht des Ignaz muss irgendwo hier vergraben sein. Afonso, bring mir noch mal die Karte. Afa. Dokumente. Unten links wird das aktive Dokument angezeigt. Drücke Tab. Oder klicke direkt auf das Feld unten links, um das Dokument anzuzeigen. Ah, das X markiert die Stelle. Bewegen mit VRST. Unbedingt. Interaktion. Eine Stelle mit aufgelockerter Erde. Ich habe schon Adventures gespielt. Einmal zu graben. Ist nicht mein erstes Adventure, ich weiß. Huch, nicht beim ersten Versuch. Das ist mir ja noch nie passiert. Aufgelockerte Erde eine ansehen. Stelle mit aufgelockerter Erde. Ich brauche eigentlich kein Tutorial für ein Adventure. Das müsste mich nicht. Nachdem ich zwei Monkey Island-Stände gespielt habe. Okay, langsam wird's peinlich. Die anderen folgen noch. Eine Stelle mit aufgelockerter. Hier würde es sich. Oha. Aha. Geht doch. Skelette. Ja. Ah, die Maus, die mittlere Maus, das Mausrad mal drücken. Säbel. Nimm das, ihr Null-Diätler. Ja. Ach so, ja. Hier, zack, zack, zack. Zack, zack. Naja, die Sounds sind mir noch ein bisschen zu unspektakulär. Glänzt irgendwas unter der aufgewühlten Erde? Glänzt es nicht an sehr? Glänzt irgendwas unter der aufgewühlten Erde? Muss doch bestimmt mal schaufeln. Eine Schatztruhe. Und das war's drin. Was genau? Oha. Okay. Und was nun? Was tun wir damit jetzt? Das nichts. Vielleicht sollte ich noch mal einen Blick auf die Karte werfen. Okay. Fluffy Island. Okay.
Was verrät mir die Karte? A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. 3C, wo sind wir gerade? Mit der Note. Teleportieren wir uns so oder wie? 3C nach 3B. In 3C. Okay. Mysteriös. Vier B. Vier B. Vielleicht gibt es irgendeine. Das ist hier, da. Aber 3a, 4b, 1c, kein d und 7e. Müsste man mal kurz notieren. Müsste ich mir mal kurz notieren. Schubtidu. Hier haben wir 3a, 4b, 1c, 5 plus 2, 7. Okay, probieren wir es mal nicht. 3a, 4b, 1c, 7e. Vielleicht haben die Brandlöcher in der Karte etwas zu bedeuten. Ja, ja. 3a. 3. 4b. 1c. Und 7b. Nicht? Und jetzt sehen, aber das ist ja 5e oder ist es auch was? Da hier ist auch noch ein E. Und bin überfordert. Vielleicht nur 5e spielen, nur 2e. Mal versuchen. 3a. 4b, 1c und sagen wir 5e. Puh, nö, absolut nicht. Wir haben jetzt 2e, 3a. 4b, 1c und 2e. Nicht. Ist eine Reihenfolge für oder? Was so sehen, ja, so könnte man es sehen, natürlich. Dann haben wir 1c als erstes.
Da macht das Sinn, na toll. Sehr schön. Ich bin dumm. Eins. C als erstes. Einmal C. Zweimal E. Und dreimal das A. Das macht jetzt auf einmal Sinn. Viermal das B. Fünfmal das E. So macht es nicht. So gibt es ohne Musik. Eventuell. Ein C. Zwei E. Drei A. Vier B. Und fünf E. Das müsste doch jetzt 1 C, 2 E und jetzt einfach nur nicht zweimal, sondern einfach C, E, A, B, E. Das könnte auch mal sein, muss man nicht. C, E, A, B, E. Ah, so einfach ist es. Also nicht dreimal, viermal, fünfmal, sondern da muss man mal drauf kommen. Flasche mit Irrlicht nehmen. Endlich das Irrlicht des Ignaz. Muss man halt probieren. Wo man blind und ohne Komplettlösung arbeitet. Wie es mit mir, Afonso und dem Irrlicht weiterging? Klar könnte ich dir das erzählen. Doch im Mittelpunkt dieser Geschichte steht jemand anderes. Ach. Und zwar Cleo, oder was? Cleo, A Pirate's Tale. Kapitel 1, Captain Avery und der nasse Tod. Cleo! Hey, Cleo! Was? Cleo, hast du gehört, was Butter Pete heute Morgen im Netz hatte? Womit hast du mich da gerade beworfen? Sag's ihr, Pete. Ich glaube, es war ein Schrimmkopf. Was? Was? Nein, du sollst dir sagen, was du heute Morgen im Netz hattest. Du bewirfst mich mit einem Schrimpkopf? Ich sitze direkt neben dir. Hättest du mir nicht einfach auf die Schulter tippen können? Echt jetzt. Cocktailschirmchen. Was? Cocktailschirmchen. Irre, oder? Im Netz waren hunderte Cocktailschirmchen. Hey, Susi. Bekomme ich noch eine Flasche? Ich heiße Cleo. Warum vergisst du andauernd meinen Namen? C-L-E. Ja, wie du meinst. Hol dem guten Pete einfach eine Flasche rum. Zum Besoffen, um das Namen zu merken. Flasche rum. Rum. Die dumm. Postkarten ansehen. Rumflasche nehmen. Die erste. Pete braucht neuen Rum. Schon wieder. Ja, würde ich ja. Hey, wusstet ihr, dass Captain Kabeka... zusammen mit einem Affen auf Schatzsuche ist? Hey, Pete. Wie heißt nochmal die Bucht, in der du immer diese ganzen verrückten Sachen findest? Panemo Bay. Der beste Ort zum Fischen. Ich wollte gerade was erzählen. Muss ich's dir immer wieder sagen. Niemand interessiert sich für deine Lügengeschichten. Wir sind Barkeeper. Unsere Gäste erzählen hier ihre Geschichten. Wir geben ihnen eine Flasche Rum und hören zu. Nicht andersrum. Zuhören? Das soll wohl ein Witz sein. Man kann doch riechen, was er heute gemacht hat. Fische gefangen und Rum getrunken. Ja, richtig. Pete hat Fische gefangen. Für Herberts Fischsuppe.
während du nur in deinem bescheuerten Piratenbuch voller Hirngespinste geblättert hast. Das sind keine Hirngespinste. Entwenden und Entwischen ist die Buchreihe über den berühmten Captain Kabeka. Kabeka ist ein echter Abenteurer, eine Legende und nicht so ein Verlierer wie... Pete. Du. Carla, habt ihr noch was von dieser würzigen Soße? Cleo. Nee, Soja. Bring ich dir, Pete. Cleo, bevor du dich hier zu Tode langweilst, bring Granny Gabble noch eine neue Flasche rum. Sie ist draußen am Steg und strickt. Ei, ei, Captain. Strickt. Das ist aber strikt von ihm, uns da zu ihr hinzuschicken. Stimmt. Rennen. Kleine Schwester ansehen. Das ist meine kleine Schwester. Erzählst du mir eine Piratengeschichte, Cleo? Später. In Ordnung? Manu. Sehr schön. Das ist Pete's Crew. Sie spielen Krakenfodder. Ich kenne die Regeln aber leider nicht. Das ist nichts für Kinder. Ja, genau. Und nichts für Mädchen. Sexismus. Genau. Und nichts für... Erik. Ja, verzieh dich, Mann. Deckung schon wieder. Und sein Sexismus. Was? Meets, Meets. Komm her, Nick Carter. Der will sich den Fisch angeln. Der Bursche scheint beschäftigt zu sein. Das ist Granny Gabble. Zumindest nennt sie jeder so. Wie sie wirklich heißt, weiß niemand. Granny das Gabble ist ansehen. Granny Gabble. Ja. Hallo, Granny Gabble. Ich hab hier neuen Rumpf für dich. Ja, ich weiß. Ich wär auch gern da draußen. Fremde Inseln entdecken, Abenteuer erleben, irgendwo anders sein. Nur nicht hier... Oh, oh. Ah, okay, ich dachte. Sie rollt weg. Ich fürchte, sie will nicht mit uns reden. Immer ein großer Spaß, sich mit dir zu unterhalten, Granny Gabble. Was haben wir heute wieder gelacht, was? Ins Wasser stürzen kann sie sich ja nicht. Immer ein großer... Hey, da steht etwas drauf. Handy Reusable Assets GmbH. Aha. Hey, da steht Handy... Hallöchen. Das ist Grauer Wurm. Er stellt gerade einen Rekord im Keine-Fische-Fangen auf. Gib alles, Grauer Wurm! Ich glaub an dich! Das ist Grauer Wurm. Gib! Was hat sie gesagt? Oh, naja. Nee, ich wollte sie erstmal... Das ist Grauer... Erstellt. Gib alles, Grauer Wurm! Ja. Das Schiff riecht wie Pete. Oder riecht Pete wie das Schiff? Naja. Egal. Jedenfalls riecht beides nach Fisch. Boot ansehen. So, Katze ins Wasser schubsen und weiter. Wow, die angeregte Unterhaltung mit Granny Gabble war wieder einmal erfrischend. Kann ich jetzt bitte weiterlesen? Hey, wo ist mein Buch? Vielleicht bekommst du es wieder, wenn du Hackebeil Herbert in der Küche geholfen hast. In der Küche? Komm schon. Oder dein blödes Buch landet schneller im Ofen, als du Schrimpkopf sagen kannst. Oh. Na dann. Okay, mit dir können wir nicht reden. In die Küche gehen. Hey, Herbert. Hallo, Cleo. Was für ein toller Tag heute, nicht wahr? Verdammt schöner Tag. Mhm. Ich soll dir helfen. Super. Dann macht's ja noch mehr Spaß. Bring mir bitte die Fische dort aus dem Netz. Klar. Aha. Er will, dass ich ihm einen neuen Fisch... Er will, dass... Er köpft Fische oder was? Ganz viele Köpfe rum. Warum so gut gelaunt? Fällt dir denn nichts an mir auf?
Schau genau hin! Nein. Neues Hackebeil? Falsch! Der erfahrene Koch weiß, ein Hackebeil ist nur so gut wie... Der Koch, der damit hackt? Wieder falsch! Das Brett, auf dem es hackt! Ah, neues Schneidebrett, ich verstehe. Ich glaube, es hackt. Ganz recht! Dieses Schneidebrett ist aktuell die Stradivari unter den Schneidebrettern. Manche sagen sogar, es sei fast so gut wie eins von Schneidebrett Pitt. Schneidebrett Pitt? Was? Noch nie was von Schneidebrett Pitt gehört? Er ist eine Legende in der Schneidebrettszene. Er hat nur eine Handvoll Schneidebretter hergestellt. Man sagt, diese Bretter seien unbezahlbar und unzerkratzbar. Aha, Wetten, er zerstürzt noch. Wow, was ist aus diesem Schneidebrett Pitt geworden? Er hat einen heiligen Bluteid geschworen, nie wieder ein Schneidebrett herzustellen und sich zurückgezogen. Seither hat man nichts mehr von ihm gehört. Was zum... Da ist eine tote Hand und ein Buch in meinem Fisch! Wow, das ist ein echtes Piratenlogbuch, Herbert. Beim Klabautermann! Das kommt mir nicht in die Suppe! Ich geh deinem Vater Bescheid sagen. Ich klau uns vorher weg. Ich muss unbedingt wissen, was in diesem Buch... Aber diese knochigen Finger halten es zu. Mal sehen. Wir nehmen es jetzt weg und dann kommt der Vater mit dem Koch rein und dann... Bah, wieder nicht. Ah, schön. Weg ist die Hand. Logbuch des furchtlosen Es wird vorgelesen. Sehr gut. Bin begeistert. Drei Tage und Nächte habe ich gegen das Ungeheuer kämpfen müssen, ehe ich es bezwingen konnte. Ich werde den Hafen noch heute Abend verlassen. Ha! Wenn mein Schiff unter der Last des ganzen Goldes nicht direkt auf den Meeresgrund sinkt. Der Wind steht günstig, um zu meinem vorerst letzten Ziel zu segeln. Denn einen Schatz werde ich noch suchen und finden. Den größten aller Schätze. Den Schatz der ewigen Erinnerung. Mhm. Wow! Ein echter Pirat! Ja. Was war das? Das wollte ich auch gerade fragen. Da hat jemand einen Geist. Das wird mir keiner glauben. Was zum... Das sieht aus wie ein Wort. Oder... Jishomilele? Ja, und jetzt wird's mir erst recht keiner glauben. Dass meine ich da stehe. Suppe! Mein Schneidebrett! Was ist denn hier los? Ich... Also... Das glaubte keine Sau. Warum das Schneidebrett? Da war ein Geist und er hat das Brett zerstört. Das war ich nicht. Da war ein Geist. Ja. Ein Geist. Jetzt reicht's aber. Du sollst mit den Lügengeschichten aufhören. Aber ich lüge nicht. Cleo, wird Zeit, dass du... Ich habe in dem Buch gelesen, als ich fertig war mit der Geschichte. Das kann ab. Geist aus dem Buch und... Mein Buch? Nein! Nein! Morgen früh fährst du mit Pete raus zum Fischen. Was? Ich kann nicht mal schwimmen. Du willst doch ein Abenteuer erleben. Und ich will dich hier erstmal nicht mehr sehen. Keine Widerrede. Oh je. Yeah. Die unheimliche Geistererscheinung ließ Cleo in dieser Nacht kein Auge zumachen. Was sollte das alles bedeuten? Der Geist, der blutige Schriftzug,
Jichumilele. Cleo schlug das mysteriöse Logbuch auf, das sie gefunden hatte, und begann darin zu schreiben. Na toll. Jetzt oben ohne. Es ist so früh. Ei, und das ist auch gut so. Wieso? Jede Nacht schwimmt ein riesiger Schwarm Fische in die Panemo Bay. Keine Ahnung, wo die alle herkommen. Aber ein altes Fischersprichwort besagt, ist man früh in der Bucht, ist Fische fangen eine Wonne. Du meinst eine Wucht? So ein Blödsinn. Es heißt ganz sicher Bucht. Schau dich ruhig ein wenig auf den Boden. Oh je. Yeah. Ich sag dir Bescheid, wenn wir uns Panemo Bay nähern. Logbuch. Auf ihrer Reise schreibt Cleo ihre Gedanken in das Logbuch, das sie gefunden hat. Das Symbol oben links erscheint, wenn Cleo einen neuen Eintrag gemacht hat. Um Einträge zu lesen, wähle im Inventar das Logbuch aktives Dokument aus und öffne es. Cleos Logbuch. Ich kann nicht schlafen. Was ist da weiter mit mir passiert? Habe ich wirklich einen Geist gesehen? Oder war ich von Herberts Fischsuppe-Gestank paralysiert? Aber das kann nicht sein. Die verschüttete Suppe, das zerbrochene Schneidebrett und vor allem der Jichumilele, was da wohl was zu bedeuten hat. Papa hat das alles wirklich ernst gemeint. Ich muss wirklich mit Bad Herr Peters Boot, es stinkt und ich bin müde und mir ist langweilig. Ein Abenteuer zu erleben, stelle ich mir wirklich anders vor. Großartig. Aufs Meer sehen. Von hier aus kann man nicht einmal mehr das Land sehen. Das ist also mein Abenteuer auf hoher See. Auf einem stinkenden Kutter. Mit stinkigen Männern. Bäh. Ja. Ein Hammer, eine Flasche Rum, eine Zange, noch eine Flasche Rum und eine Tube Holzleim. Ach nee, ist eine Flasche Rum. Tolle Aussicht! Das ist der perfekte Platz an Bord, um sich zu übergeben, wenn dieser Fischgestank nicht endlich aufhört. Tja, vom Fischerboot. Oha. Na, wer hat gewonnen? Beim Krankenfordern gestern. Ich stehe in der prallen Sonne und repariere ein Fischernetz. Also rate doch mal. Oh, tut mir leid, dass du verloren hast. Was? Wieso? Nein, ich habe gewonnen. Und wieso musst du dann das Netz reparieren? Ich darf das Netz reparieren. Ein Seil zu knoten ist die ehrenvollste Aufgabe an Bord eines Bootes. Aha. Einen Knotenknoten? Ei, einen Knotenknoten. Kann das nicht jeder, der, nun ja, aus seinen Klettverschlusssandalen rausgewachsen ist? Es mag einfach aussehen, aber es ist eine Wissenschaft, eine Kunst, eine Religion. Ich kenne die 605 Seefahrerknoten der 55 Knoten Großmeister, auch genannt die Notfather. Okay. Ja. Aha. Auf einem Fischerboot sollte jedes Crewmitglied diese Knoten beherrschen. Bringt sonst Unglück. Da geht's um Leben und Tod. Ich kann dir zeigen, wie du jeden beliebigen Knoten innerhalb von Sekunden lösen kannst. Na? Willst du wissen, wie das geht? Ich nehme einfach eine Schere. Du wirst uns alle noch umbringen, Mädchen. Schon mal das Wort Jichumilele irgendwo gehört? Nein, noch nie gehört. Ist definitiv keiner der Notfather. Ich will dich von deiner heiligen Aufgabe nicht länger abhalten. Gut Knot. Oder was auch immer. Ja, gehen wir mal unter Deck. Unter Deck gehen. Oha. Was machst du da? Ich pflege mein Krakenfutterset. Kannst du mir das beibringen? Klar. Zunächst musst du die Rum- und Blutreste abwischen.
Dann kann die eigentliche Pflege beginnen. Nein, nicht die Pflege. Die Spielregeln, meine ich. Von Krakenfodder. Ach so. Warum eigentlich nicht? Zur Abwechslung würde ein neuer Gegner mal gut tun. Cool. Hast du dein Set dabei? Ich hab keins. Tja, das ist schlecht. Vielleicht kann dir Knotenjoe sein Set leihen. Frag ihn doch mal. Fertig. Hast du das Wort Jichomilele schon mal irgendwo gehört? Nein. Was bedeutet das? Das wüsste ich auch gerne. Ich bin gleich zurück. Okay. Der Knotvater. Schön. Moment mal. Da steckt ein Zettel hinter dem Poster. Aha. Betrunken, dreiköpfig, unterbelichtet, aufgehängt, gigantisch. Okay. Holen wir uns mal das Set von ihm und der mal. Wir lernen das Kartenspiel kennen. Hurra. Klettverschluss. Ich bin's nochmal. Psst. Ich muss das hier noch kurz fertig knoten, bevor ich den Faden verliere. Hasenohr, schieß ein Tor. Wuppdiwupp. So, fertig. Was willst du? Kann ich mir dein Krakenfodder-Set ausleihen? Nein. Krakenfodder ist ein Spiel für Seemänner. Du bist kein Mann. Und du gehörst auch nicht auf See. Ein altes Fischersprichwort besagt... Kannst du nicht richtig knoten, sollst du nicht sein auf hoher See. Du meinst auf Booten. Und ich kann übrigens sehr wohl knoten. Ha, du wusstest ja nicht mal, wer die 55 Nordfahrer sind. Klar weiß ich das. Ach ja, beweis es mir. Kein Problem. Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie ein aufsteigender Schmetterling. Mit durchdringendem Blick. Quentin? Deine Unwissenheit wird uns noch alle umbringen. Geh mir aus den Augen. Ach, sagtest du, lass es mich noch mal. Ja, du hast, wie wär's damit? Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie eine betrunkene Gewürzgurke mit perfekten Zähnen. So. Hit? Gute Antwort. Aber vollkommen falsch. Jetzt zieh Leine. Wie krieg ich das Richtige raus? Ach, sagtest du Knoten? Ach so. Lass es mich nochmal versuchen, Kumpel. Ja, du hast zwar keine Chance, aber na gut. Wie wär's? Wer hat diesen Ein gigantischer Muffin mit einer verwegenen Lass mich ein... Muffin mit Narbe. Vielleicht kann man hier das irgendwie drehen oder so irgendwie. Wenn man da einen Hinweis. Muffin mit Narbe. Haben wir hier noch ein zweites? Bricht man noch ein zweites Rad oder so. Auf dem Zettel steht, bei Nummer 8 musste ich warten. Auf dem Zettel steht, die 10 besten Köder. Bei Nummer 8 musste ich weinen. Da muss doch irgendwie...
Okay, das ist nicht, das bringt nichts. Musst du auch den Weg für geben. Kennst du den? Hör mir bloß den ganzen Tag. Fang du nicht ab? Ich wollte doch. Wenn du noch einmal das Wort Knoten sagst, werfe ich dich über Bord. Das Schwert. Okay, okay. Moment. Hat deine Mutter ein Tattoo? Hast du ein Tattoo deiner Mutter? Oder hat deine Mutter dich tätowiert? Ein altes Fischersprichwort besagt. Willst du aber auf dem Kutter? Tätowier dir deine Mama. Ihr drei seid in die gleiche Klasse gegangen, was? Dieser Knoten, Joe, macht mich wahnsinnig. Ständig höre ich ihn im Lagerraum vor sich hin brabbeln. John, Karl, Frank, zum Kotzen. Ich glaube, er hat sich da drin irgendwas gebastelt, um diese Namen auswendig zu lernen. Also lass mich bloß damit in Ruhe. Und komm erst wieder, wenn du das Kraken von der Lagerraum. Okay, wie komme ich in den Lagerraum? Komm ich hier, hier in den Lagerraum, hier in den Lagerraum. Wie komme ich in den Lagerraum? Ah, in den Lagerraum gehen. Abgeschlossen. Mist. Wo kriege ich einen Schlüssel her? Hast du das Kraken? Bin gleich. Schlüssel für den Lagerraum. Hast du das? Noch nicht. Bin gleich. Ich brauche einen Schlüssel für einen Lagerraum. Ein bestimmter Knoten. Der Knotenkollege. Ein Knoten? Ei. Victor? Gute, aber jetzt. Lass es. Ja, wie wär's? Wer hat diesen Knoten? Ein dreiköpfiger Pilz. Ich bin mit Piratenmut. Lass mich. Ich brauche einen Schlüssel. Wo krieg ich einen Schlüssel her? Kann ich mal den Schlüssel für den Laderaum haben? Klar. Die Fischerei hat dein Interesse geweckt, was? Aus dir da also. Ein richtiger Fischer. Ich kann es förmlich riechen. Yay. Schlüssel für den Lagerraum. Warte mal kurz. Ein Ei. Lass mich ein. Ein Ei. Dreiköpfiger Pilz und Piratenmut. Lass mich. Dreiköpfiger Pilz mit Piratenmut. Dreiköpfiger Pilz mit Piratenmut. Pilz und Piratenmut, was für ein Schwachsinn. Abgeschlossen. Dreiköpfiger Pilz mit Piratenmut. Ein dreiköpfiger Pilz mit Piratenmut. Dreiköpfiger Pilz mit Piratenmut. Können wir es irgendwie drehen? Ein dreiköpfiger Pilz. Ein Piratenhut. Dreiköpfig, hier bräuchten wir es. Okay, hier ja, bin ich lecker. Sehr schön, dass du jetzt klingelst. Dreiköpfiger Pilz. Dreiköpfig Pilz, Piratenhut, das muss Lance sein. Wenn ich alles täuscht. Whee! Toll. Jetzt ist mir schwindelig. Na, das müsste sein, wenn ich alles täuscht. Dann kriegen wir das Kartenset und können wir hier weitermachen. Tolle Rätsel. Finde ich super. Lanz. Ein Knoten wie ein dreiköpfiger Ei.
Das war... Wo ist der Lanz? So, hier im Chip. Da gibt's ja überhaupt keinen Lanz. Lanz! Jens? Jetzt hau ich. Ach, sagtest du, lass es mich. Ja, du hast. Wie wär's? Wer hat diesen Knopf? Ein betrunkener Wurm. Mit einem. Betrunken Wurm Monocle. Lass mich. Betrunken Wurm Monocle. Betrunken Wurm Monocle. Das muss doch machbar sein. Betrunkener Wurm Monocle. Betrunkener Wurm. Wo ist denn der Wurm? Hier ist der Wurm. Betrunkener Wurm. Mit dem Monocle. Das muss Quentin sein. Betrunkener Wurm mit Monocle. Wenn ich mich nicht irre. Betrunkener Wurm mit Monocle. Also vielleicht müssen wir alles drei übereinander kriegen. Aber betrunken ist niemals übereinander. Wurm, betrunkener Wurm mit Monocle. Wurm mit Monocle. Betrunken muss Quentin sein. Das musste Quentin sein, sonst. Weiß ich auch nicht. Ein Ei. Der Quentin. Hey, Moment mal. Das stimmt. Ich hatte schon befürchtet, du würdest Unglück auf dieses Boot bringen. Ah. Aber wie es aussieht, habe ich dich unterschätzt. Wer die Notfather kennt, ist auch würdig, Krakenfodder zu spielen. Hier, hurra. Ich leih dir mein Set. Ich danke dir, Bruder, im Knotengeiste. Der Knot sei mit dir. Ich hab das Set. Sehr gut. Dann kann's ja losgehen. Am besten lernt man die Regeln einfach direkt im Spiel. Oder möchtest du alle Spielregeln einmal durchlesen? Lass uns einfach loslegen. Ich lerne die Regeln einfach im Spiel. Ja. Wenn man ein Deck und gut festhalten, wird's ernst. Der Gegner hat die Hexe gezogen. Weder ein Crewmitglied noch ein Kraken sind in einem Reich der Toten. Er kann niemanden wieder erwecken. Jetzt sollte man vielleicht doch mal die Regeln durchlesen. Du hast die Hexe gezogen. Weder ein Crewmitglied noch du kannst niemanden wieder erwecken. Na, schön. Der Gegner hat den Captain gezogen und feuert alle verbliebenen Kanonenkugeln auf dich ab. Wie willst du reagieren? Klicke auf die gewünschte Würfelanzahl, um selbst zu feuern, oder klicke auf die Karte, um sie zu opfern. Aha. Zerbombt. Oh oh, du kannst oder willst deinen Gegner nicht angreifen. Er kann entscheiden, ob er deine Karte mit einer eigenen Kanonenkugel zerstört oder sie verschont.
Natürlich. Der Gegner hat den Kraken bereit befreit. Beide Karten werden sofort zerstört, ohne dass die Fähigkeiten richtig ausgespielt werden. Aha. Seeschlacht. Reaktion. Ah, du wärst bei einer Kanone. Der Gegner feuert zwei Kanonenkugeln auf dich ab. Wie wirst du reagieren? Klicke auf die gewünschte Würfelzahl, um selbst zu feuern. Oder klicke auf deine Karte, um sie zu opfern. Nummer 4. Okay. Ja, sehr gut. Gewonnen. Du hast den Karten befreit. Beide Karten werden sofort zerstört und die Fähigkeit auszuspielen. Ich werde am Ende keine Karten mehr verloren oder was. Der Gegner hat den Schiffsjungen gezogen. Er kann seine Kanonenkugeln wieder aufladen oder eine zerstörte Karte reparieren. Feuer, du kannst die Karten deines Gegners mit einer einzigen Kanonenkugel zerstören, der er nicht angreifen kann. Dann möchte er klicken auf den Würfel, um zu feuern oder Karte weiter zu spielen. Oh, jetzt habe ich keine Kanonenkugel mehr, das ist blöd. Oh, oh, du kannst oder willst deinen Gegner nicht angreifen, dann kann entscheiden, ob er eine Karte mit. Ja, okay, das hatten wir schon. Ich müsste meine Kugeln irgendwie zurückholen. Ja, das ist blöd. Ich habe einfach nicht alle zerschmettert. Der Gegner hat die Hexe gezogen. Er kann den Kuh mit der Karten reichen der Toten wieder entdecken. Ah, jetzt kann ich auch. Jetzt kann ich einen wieder erwecken. Am besten mit dem Karten. Du kannst oder wirst du nicht an. Ja, ich habe keine Kugel mehr. Er auch bald nicht mehr. Kanone, Kugel, ja. Er schießt wieder. Na toll. Sieht nicht gut aus für mich. Jetzt hat er auch keine mehr. Krake. Letzte Karte. Ja. So kann das hier ewig weitergehen. Vielleicht wäre der. Ja, der jetzt gerade nicht, aber. Könnte ich auch mal gut. Texa. Und es hat nur noch zwei Karten. Die Hexe zerstört. Oh nein. Damit habe ich verloren, oder? Ha, ich habe gewonnen. Sehr gut. Willst du noch eine Runde? Auf gar keinen Fall. Bitte nicht. Du hast Schiss, was? Dachte ich's mir. Sag Bescheid, wenn es dir anders über. Bei Mamas Tattoo. Was war das? Los, hol mir das Werkzeug, bevor hier alles unter Wasser steht. Schnell! Okay. Das Werkzeug. Schiff hat einen Leck. Oh, ich sehe einen Kartenauge. Ist nicht gut. Oh nein! Okay. Erik? Das ist auch nicht gut. Nicht schwimmen. Das ist schlecht. Auf die Kisten springen. Hand. Reicht mit der Hand. Ja, was tun jetzt? Holy crap. Alle sind weg. Der Kraken. Oh shit. Cleo wurde in die Tiefe gezogen. Doch bevor sie das Bewusstsein verlor, vernahm sie durch das dumpfe Grollen
noch ganz deutlich ein Wort. Aha. End of Demo. Na, sehr gut. Mir hat es wundervoll. Oh, 12.12.2021. Kommt kurz vor Weihnachten raus. Na, das. Da bin ich ja begeistert. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Mir hat es gefallen. Daumen nach oben, soll es euch auch gefallen haben. Lasst ein Abo, damit ihr neu seid. Und schaut auf Twitch schon bei regelmäßig, ich streame live. Ja, genau. Ansonsten habt ihr noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Und wir sehen uns bei der nächsten Demo wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Oh, ich freue mich so auf das Spiel. Ist ein Highlight. Oh ja, das wird Hammer. Say goodbye, say farewell to all the stories I'm not granted to tell. You won't hear through the noise and the fuss and the rumble and thunder. Stay.